Jo, heute wollte ich euch mal kurz einen Fox vorstellen, ein Fox Anzo. Und zwar das FX 302 Anzo Design. Made in Maniago, Italy. Ja, wie ihr schon seht, ein sehr, sehr außergewöhnliches Messer. Sowohl der Griff als auch die Klinge, vor allem beides zusammen dann. Sowas sieht man nicht so oft. Hat was extrem Ergonomisches. Trotzdem gibt es doch einige, die sich dann erstmal fragen, ob der Griff dann auch wirklich in der Hand liegt. Also gut in der Hand liegt. Das tut er. Das tut er wirklich, auch bei großen Händen. Gefällt mir sehr. Ja, und die Klinge ist dann nochmal ein absoluter Hingucker. Ich muss gestehen, ich habe das Messer jetzt schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Das gehörte mal dem Frank Wonbit. Und als er das damals hatte, habe ich ihn damals schon angeschrieben und gefragt, wie das Teil denn in der Hand liegt und wie die Schneideigenschaften, die Performance sind, weil die Klingengeometrie ja doch sehr außergewöhnlich ist. Dieser mittige Bauch, hinten fängt der Recurve an, mittiger Bauch, das ist schon ein verrücktes Teil. Das ist ein Flachschliff. Wir haben eine Klingenstärke von circa, ich würde jetzt mal schätzen, 3,5 mm. Die technischen Daten findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, Klingenstahl ist der ist der N96 von Böhler. Und mit dem Teil kann man arbeiten. Ich hätte es nicht gedacht. Mittlerweile gehört es dem Andy Thiel. Andy, vielen Dank fürs Zusenden, damit ich es mal ausprobieren kann. Ich hätte es nicht gedacht, dass das Teil anständig performt, aber man kann damit sowohl in der Küche was machen, als dass man auch, ich meine, kann man mit jedem Messer, so viel ist klar, aber ist einfach, ich hatte einfach meine Zweifel, ob das einigermaßen geht, aber das ist alles kein Problem. Man kann hinten recht gut schnitzen, man rutscht nicht über diesen Bauch hinweg. Das hatte ich ja befürchtet, dass das einfach nichts gibt. Entschuldigung, dass ich immer aus dem Fokus bin. Aber das geht ausgesprochen gut. Hat ein recht hohes Gewicht. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie viel. Ich versuche das natürlich rauszufinden, steht dann auch bei den technischen Daten. Ist echt ein ganz schöner Brummer. Das ist das, was mir nicht so ganz gefällt bei dem Teil. Was mir gefällt, ist eine Menge. Das sind die Titanschalen. Haben wir auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, ein Edelstahl. Backspacer. Ah, oder könnte auch G10 sein. Wahrscheinlich ist es Kunststoff. Ja. Dann haben wir Edelstahl-Liner, geschwärzt und ein Flipper. Das gehört leider auch zu den Dingen, die mir nicht so ganz gefallen. Das ist wirklich ein sehr bescheidener Flipper. Da muss man schon viel Druck aufbauen beim Push-Button, damit das Teil einigermaßen gescheit rauskommt. Mit dem Handgelenk ist es natürlich überhaupt kein Problem. Aber wie gesagt, die Flipper-Freude kommt hier nicht groß auf. Eher schon, wenn man sich die tollen Schalen anguckt. Die sind schon sehr cool. Finish ist sehr anständig von dem Teil. Hat einen schönen Klingenlauf. Von dem merkt man leider nicht so viel, weil es einfach keinen Daumenpin gibt. Sonst könnte man den ja schön erfahren. Hier jedoch flippt man und da bekommt man ihn nicht mit. Aber das hat einen schönen, sauberen, definierten Lauf. Linerlochverriegelung. Macht absolut sauber zu. Perfekt. Null Klingenspiel. Man rutscht aber auch recht leicht über diesen Linerlock rüber. Der ist wirklich ganz knapp gesetzt, dass man den entriegeln kann.
Passiert mir doch öfters, dass der Daumen einfach drüber wegrutscht. Ja, gefällt mir auch nicht so. Also das Gewicht plus das mit dem Linerlock, dass man drüber wegrutscht, und der wirklich nicht besonders gute Flipper. Das sind so die Sachen, die mir nicht gefallen. Ansonsten, ja, Design ist ein Knaller. Ist ein echter Hingucker. Materialien finde ich super. Der N96 Böhler finde ich klasse. Den hatte ich schon ein paar Mal. Und habe selten so einen gutmütigen Stahl erlebt. Der hat für mich keine Schwächen. Dann Titangriff finde ich immer toll. Nochmal ein kleiner Größenvergleich. Zum Paramilitary 2 sind so in etwa gleich groß. Dann zum Kaiser 403 A1 und zum Schluss noch der Vergleich mit einem Elox Spartan von Victorinox. Ja, das war es im Großen und Ganzen schon zu dem Teil. Wirklich interessant. Hab's gerne mal in der Hand gehabt. Vielen Dank dafür, Andi. Werde es noch ein paar Tage bespielen und dann geht's wieder auf die Reise zu dir zurück. Alles klar. Bleib gesund. Peace. Ich bin raus.